Und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist für Sie der 93 Show mit einem kleinen Heiligabend-Special. Und Sie sehen es, nein, Sie täuschen sich nicht. Es ist Christmas Assault. Bitte was, Xmas Special 2018? Ja, das ist in der Tat korrekt. Aus dem Haus von Riot Games. Ich freue mich. Lange habe ich nichts mehr von Riot Games gespielt. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden soll, aber ich sag mal so, es gab technische Schwierigkeiten. Und nun, nochmal von vorne das Lied. Das ist der Christmas Techno Hit Mix. Und los! Ich darf das nicht machen. Ich krieg da immer so Kopfschmerzen. Ich bin nicht fürs Headbanging vorgesehen. Aber gut, meine Damen und Herren, ich freue mich drauf. Wie gesagt, wieder mal ein Spiel aus dem House of Riot Games. Es handelt sich um eine Remastered Edition von Christmas Assault, dem Xmas Special von 2018. 5 Jahre ist das her, ich sag euch, ich fühle mich alt, 5 Jahre ist das schon her, es wird schon mit der Schultüte hier deine ersten Schultage haben, dieses Spiel. Und ja, was ist bei diesem Spiel? Die Story wird soweit noch gleich bleiben. Wir sind der Santa Claus, ja, der Action Santa Claus, dem habe ich damals ja auch eine Solid Snake Stimme gegeben, und wir sind dabei, die letzten Geschenke auszutragen, ja, um dann Heiligabend hier dann abgeschossen zu nennen. Aber leider wird die Stadt dann von Terroristen überfallen und wir müssen nicht nur hier die Geschenke austeilen, sondern noch hier die Terroristen aufhalten. Und ja, Remastered heißt, es ist ein bisschen überarbeitet. Es sind, glaube ich, große Figuren. Das Kampfsystem ist, glaube ich, wie bei Outrageous. Also wir werden hier zwar schleichen können, wir werden aber auch kämpfen können und ein paar neue Sachen, neue Charaktere, neue Extra-Sachen. Gut, legen wir los. Das neue Spiel Christmas Assault Xmas Special 2018, aber in 2023. Genau, da haben wir hier. Warte, Moment, ich muss meine Stimme vorbereiten. 24. Dezember, Heiligabend. Wir liegen perfekt im Zeitplan. Also bleib geschmeidig, Rudolf. Es ist noch nicht einmal dunkel draußen, wir brettern mit Vollgas hier lang. Du mich auch, alter Freund. Wir müssten bald da sein. Mach dich langsam zur Landung bereit. Jetzt ist wieder eine Bruchlandung. Shit! Ist der heilige Abend, nicht der Polterabend. Gott, was ist da eben passiert? Mein geliebter Schlitten ist hin. Mich wird's schon bereuen, die Stimme zu Macht zu haben, aber das ist der Badass Santa Claus. Da geht keine andere Stimme. Wo ist Rudolf? Verdammt, wo ist mein Rentier? Mies, wo steckst du nur? Und wie soll ich den reparieren? Ich bin kein verfluchter Mechaniker, sondern der Weihnachtsmann. Ich bringe Glück und Geschenke, aber keine 12-Zoll-Schraubenzieher. Mir fehlt ein Plan B. Ich brauchte noch nie einen Notfallplan. Denn ich bin der Weihnachtsmann, ich bin Santa Claus, mir passieren keine Fehler. Zumindest bin ich im richtigen Ort. Ich beliefere hier 3 Gebäude und genau das will ich jetzt auch tun. Gut, dass der Sarg noch nicht beschädigt wurde, sonst gibt's viele Drehen dieses Jahr. Und das fehlt mir noch. Hoffentlich habe ich genug Kohlsuppe geschnallert. Oh, Chops. Ups, das war ich nicht. Ich habe gerade so ein dermaßen Déjà-vu. Liegt nicht nur daran, weil ich es schon mal gespielt, sondern weil ich es, glaube ich, genauso spielen werde wie damals auch. Aber ich bin halt immer gespannt, was da halt für neue Hackstrasch dabei sind. Egal, genau, richtig, Santa Claus. Es ist egal, jetzt weiter in die Action. Egal, jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Vielleicht über den Zaun. Kann ich durch die Tür? Nee, also da ist was versperrt. Mir bleibt dieses Jahr aber auch gar nichts erspart. Hau, Rock. Na gut, du musst uns sonst auch hier Kamine runterklettern. Aua, verdammte Scheiße. Jetzt schnell undeckt die Geschenke verteilen. Mich darf niemand sehen, niemand hören, niemand riechen. Das ist die Kohlsuppe. Na, schöne Bescherung. Da sind Cops auf Streife. Streife, ich bin auf Streife. Naja, der liebe Kenneth und der
Kane heißt er, oder? Hey, alles klar auf deiner Seite? Ach, Kane, okay. Was denkst du denn? Mir ist arschkalt. Ich muss hier die Straße bewachen. Ach komm schon, wir können sicherlich bald Feierabend machen. Feierabend und dann Heiligabend? Ich glaube nicht. Na dann träum mal weiter, Kollege. Ist doch schon ruhig bisher. Es könnte viel schlimmer sein. Mal den Teufel nicht an die Wand, sonst wird er herausspringen. Was bitte ist schlimmer als sinnloser Streifendienst an Heiligabend? War dir die Frage zu schwer oder sind deine Lippen eingefroren? Soll ich sie vielleicht wieder auftauen? Los, gib die Küsse her. Warte mal, hörst du das? Warte mit den Küssen, ich höre was. Och, Menno. Ich hab lauter Schnee im Ohr. Was hörst du denn? Apropos, Sie haben es ja schon gesehen. Ich hab's noch gar nicht angesprochen. Ich habe meine Weihnachtsmütze wiedergefunden. Ich bin so froh. Ich hatte die nämlich seit mehreren Jahren schon gesucht. Ich hatte sie irgendwo hin verlegt in irgendeine Schublade. Ich hab sie aber nicht gefunden. Und dann hier bei meinem, ich hab hier so ein etagen Bett, hab ich mal in den unteren Schubladen nachgeschaut, was ich vorher nicht gemacht habe. Und da lag sie. Ein bisschen staubig, aber noch einsatzbereit. Klingel geht auch noch und ich bin so froh, dass ich das jetzt für das Weihnachtsspecial hier noch gefunden habe. Was hörst du denn? Hörst du das hier? Klingeling! Ist es der Waffelmann? Das kommt von der Straße dort hinten. Das bildest du dir nur ein. Ich glaube nie, dass er sich in Panzerwagen einbilden kann. Das ist keine Einbildung. Siehst du das nicht? Okay, du hast ja recht, aber das ist bestimmt nur ein Lastwagen. So viel Schnee, der ist da nicht, dass du das für einen, dass du einen Panzerwagen für einen Lastwagen verwechseln könntest. Sieht das wie ein Lastwagen für dich aus? Das ist ein verdammter Panzerwagen! Seltsam, was macht der hier? Keine Ahnung, da stimmt was nicht, meinst du? Servus. Ihr nehmt jetzt brav die Hände hoch oder Weihnachten fällt aus für euch. Was tust du da? Mich garantiert nicht von so einem Möchtegern-Söldner bedrohen lassen. Ich hab zwar keine Ahnung, wer ihr Typen seid, aber das hier ist unsere Stadt. Nicht mal lange, Kopf. Wir übernehmen jetzt die Gegend. Oh, das ist schon mal eine Änderung. Im Original hat er gesagt, Hometown, nämlich der Ort, wo auch die Outrageous-Spiele spielen. Jetzt heißt es die Gegend. Das ist also wieder hier weggezogen. Nein, das ist der gleiche Ort. Ich erkenne es nämlich aus Ultimate Battle 3. Das war doch, glaube ich, die gleiche Straße. Verflucht. Was wollt ihr mit Pistolen gegen den Panzerwagen machen? Ich sagte, ihr sollt eure beschissenen Hände hochnehmen. Wir haben gewaschen. Wir waren auf dem Klo gewesen. Wir sind hier beschießen. Kommt nicht in Frage. Wie ihr wollt, dann eben mit Gewalt. Knallt sie ab! Feuer frei! Lächerliche Streifenpolizisten. Und jetzt gehört die Stadt uns. Los, alle raus aus dem IPC und das Gebiet besetzen. Die armen zwei, also wirklich. Kniet er oder hat er nur ziemlich große Schuhe? Heilige Hölle, was geht denn hier ab? Mist, das sind Terroristen und ich muss Geschenke verteilen. Was mache ich denn jetzt? Scheiß drauf, ich bin Santa Claus und keiner hat mir Weihnachten zu verderben. Okay, ich muss echt verrückt sein. Ach, was soll's. Für Weihnachten! Christmas Assault, X-Mas Special. 2023 vielleicht. Nordpol Info Center, genau. Die kenne ich ja, die uns hier dann aushilft. Hey Boss, bist du heil angekommen? Nein, mein Schlitten ist im Eimer und Terroristen haben die Stadt belagert. Du bist ja übel dran, Boss. Lass dich nur nicht erwischen. Ach wirklich? Sag bloß. Zu welchem Gebäude muss ich zuerst? Achtung, wir blenden es ein. Da mit dem, bei der Bushaltestelle, richtig? Genau, schick mich ruhig so nah wie möglich an diese Bande Schießwütiger. Mit mir kann man sie ja machen. Ich bin der Santa Claus, aber ich bin trotzdem nicht bulletproof. Du schaffst das schon, Boss. Ich melde mich wieder, sobald das Paket abgeliefert ist. Viel Glück. Ja, Moment mal, und das mit meinem kaputten Schlitten? Ja, ist okay, der alte Santa. Wenn man zwei Buchstaben vertauscht, ein paar Buchstaben wird aus Santa Satan. Ich habe auch gerade Satan geschrieben. Ist okay, der alte Santa braucht keine Hilfe. Aber speichern darf ich, danke. So. Bloß ihm aus dem Weg gehen. Oh Mann. Bleib stehen, Weihnachtsmann! Verdammt, ich bin erledigt.
Moment. Hometown, da haben wir es wieder. Newstime. Weihnachten fällt aus. Schockierende Nachricht für die Welt. Seit der vergangenen Nacht haben Terroristen den Ort Hometown in Pennsylvania unter ihre Kontrolle gebracht. Und die dortigen schreiben Polizisten Kenneth N. und Kane A. getötet. Auch haben sie mehrere Geiseln genommen. Berühmtheit dem echten Weihnachtsmann Santa Claus sein geheimes Unterschlupfnummer hat jetzt bestätigt, nachdem Tarnung aufgewogen mussten. Ich kann den hinteren Teil nicht lesen. Halt es traurige Menschen weltweit, wie die nun weiterhin ihre... Vielleicht hätte man das so machen können, dass man das durchlesen kann, aber gut. Streifer, ich bin auf Streifer. Okay, du bleibst da stehen oder bist du da? Verdammte Kiste. Ich muss da anders hin. Ich glaube, ich muss von unten. Von unten komme ich, muss ich kommen. Das erwarten die Nähe. Genau, ich muss von der rechten Seite, glaube ich. Oh je, das sind ja drei Stück. Ja. Schnell, schnell, schnell. Bleib stehen, Weihnachtsmann. Verdammt. Das war knapp gewesen. Schade, schade. Ja, das ist so ein... Also, es hieß Outrageous. Na gut, ich glaube später, wenn wir erst kämpfen, wenn wir hier eine Kette säge oder sowas aufheben. Aber jetzt müssen wir erstmal schleichen. Am besten verstecke ich mich jetzt dann hier und der sieht mich nicht, oder? Haha! Und jetzt lauf, 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 hinten dran. Hella Batch! Ab durch die Tür. Puh, das erste Gebäude erreicht. Okay, sehr gut, keiner da. Aber auf mein Team am Nordpol ist Verlass. Lecker Pommes. Kann ich mit was interagieren? Weihnachts... Da die Geschenke. Was für Preise, das ist ja Wucher. Hallo? Okay, mal sehen, wie auf der Liste steht. Okay, das ist Melanie Duncan. Melania Duncan, die Besitzerin des Restaurants. Erstes Geschenk. Abgeliefert. Gut gemacht, Boss. Das erste Paket ist abgeliefert. Bevor du wieder einfach auflegst, was ist mit meinem defekten Schlitten? Wir haben bereits einen Mechaniker entsandt und jetzt weiter mit dem nächsten Auftrag. Natürlich, und die Terroristen halten weiterhin die Stadt unter ihrer Kontrolle. Dafür sind wir leider nicht zuständig und ist Sache der Regierung. Ist es euch also egal, was die machen oder für Absichten haben? Tut mir leid, Boss, aber das ist... Sache der Regierung, schon klar. Also, wie geht es jetzt weiter? Achtung, wir blenden es ein. Das wird ja immer besser. Dir gelingt es erneut, Boss. Ich melde mich wieder, sobald das Paket abgeliefert ist. Viel Glück. Lass mich bitte speichern. Nein, ich kann das nicht zulassen. Ich muss etwas gegen diese Terroristen unternehmen. Aber ich brauche... Waffen. Ich muss irgendwas finden, womit ich mich bewaffnen kann, um denen das Handwerk zu legen. Tu einfach mir ein paar Zuckerstangen anspitzen, dann mit dem Bogen... Und dann darauf hoffen, dass die Diabetiker sind. Vielleicht werde ich in einem der anderen Gebäude fündig. Oh, verdammt. Melania. Was zum Teufel machen Sie hier? Ich bin der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Na sicher doch. Und ich die Präsidentin der Vereinigten Staaten. Das ist kein Scherz. Und jetzt mach verdammt nochmal die Tür zu. Es zieht. Und jetzt nochmal ganz langsam. Wer sind Sie und was geht hier vor? Überall sind Soldaten. Okay, erwischt. Ich bin der echte Santa Claus vom Nordpol. Und diese Leute draußen sind Terroristen. Waschechte Terroristen. Na schön, gehen wir mal davon aus, dass Sie die Wahrheit sagen. Was sollen wir jetzt tun? Hast du kein Handy dabei? Das liegt in meinem Auto, aber da gehe ich jetzt garantiert nicht nochmal hin. Haben Sie kein Telefon? Ich meine, Sie sind der Weihnachtsmann. Doch, aber das funktioniert nur für die Kommunikation zum Nordpol. Du verstehst, damit mich die Telekom nicht hier nachverfolgen kann. Die tun mich immer hier mit, sonst tun die mich hier mit Wärmung immer hier häufen. Das ist nervig. Na, dann sollen die uns doch Hilfe holen, oder können sie das nicht? Das dauert viel zu lange, und bis dahin sind wir vielleicht Apfelmus. Na schön, du wirst hier warten und die Tür verschließen. Ich muss irgendwie meinen Job erledigen und Weihnachten retten. Sie wollen sich mit denen anlegen? Das ist doch vollkommen verrückt! Wem sagst du das? Aber ich gehe jetzt und kümmere mich um die Sache. Okay, ich kann so oder so nichts machen und werde hier warten. Alles wird gut, ich bringe die Sache wieder in Ordnung.
Verlass dich drauf. Ja, jetzt kann ich nochmal speichern. Gut. Bleib stehen, Weihnachtsmann! Verdammt. Puh, okay. Ich darf da nicht hier so Willy Vanilli hier durchgehen, sondern ich muss wirklich schauen, wie laufen die. Die laufen da links, bleiben stehen, drehen sich um und dann geht er du. Das war jetzt Glück gewesen, dass der sich in dem Moment hier weggedreht hat. Mist, hier brennt noch Licht. Besser ich beeile mich und versuche keinen Lärm zu machen. In meiner Jugend hatte ich mich als Künstler versucht. Es ging ordentlich schief und wurde von Elfen ausgelacht. Deshalb arbeiten sie jetzt für mich, für den Mindestlohn. Ho, ho, ho. Ich muss meinen Mantel zum Glück nur einmal im Jahr waschen. Schöne Auszeichnung, ich hatte auch fast eine gehabt, aber beim letzten Schlittenrennen kam der Baum dazwischen. Der Baum dazwischen, ja, musst du hier vielleicht schon lenken, hä? Warum sind die Socken bloß so groß? Das heißt, ich habe große Füße. Naja, es sind ja eigentlich die Socken von den Leuten, oder? Und die wollen, dass das natürlich gut gefüllt wird, hä? Keine Spüle, kein Geschirrspüler. Einfach wegwerfen und neu kaufen oder waschen neben Badezimmer ab. Gutes Auge. Wo waschen die? In der Waschmaschine. Das hat hier einen ganz leichten Schleudergang. Und dann kann man hier wieder hier Mosaikpuzzle machen. Wenn ich den Herz sehe, muss ich direkt an Kohlsuppe denken. Kein Wunder, dass ich rund wie eine Weihnachtskugel bin. Ich glaube, ich habe Kohlsuppe noch nicht gegessen. Schmeckt die gut? Ein angefangenes Kreuzworträtsel. Wer rutscht gerne durch Kamine? Ich sicherlich nicht. Kekse, lecker. Oh, lecker. Zwei Köpfe, ein Gedanke. Hey. Oh, lecker, Kekse. Ich mag Kekse. Kekse sind toll. Sie machen mich voll. Moment mal, war denn nicht so ein Anwesen mit vergifteten Keksen? Oh, Anspielung auf Haunted Horror. Oh, das ist schön. Ja, stimmt, vergiftete Kekse, lass die lieber mal. Man weiß ja nie. Was für eine hässliche Krähe. Na gut, ich könnte es nicht besser. Soll das überhaupt eine Krähe sein oder ist es hier so ein Rorschach-Test? Ich würde mich jetzt lieber auf das Sofa legen, Horrorfilme schauen und nebenbei Pizza futtern. Das ist doch auch eine Anspielung auf die Haunted Horror-Spiele, oder? Wo sie hier Horrorfilme schauen und Pizza essen. Da. Okay, mal sehen, wer auf der Liste steht. Anna Callista, die Tochter dieser Familie. Zweites Geschenk abgeliefert. Yeah. Gut gemacht, Boss. Das zweite Paket ist abgeliefert. Hast du was anderes erwartet? Ich bin schließlich der Weihnachtsmann. Wo ist der letzte Auftrag? Achtung, wir blenden es ein. Klasse, an der Ecke war ich doch vorher. Ihr wollt mich verkohlen, was? Stimmt, ja, genau, das war am Anfang. Wieso haben sie mir das nicht als erstes eingeblendet? Kleiner Irrtum im System, Boss. Ach, sicher. Ich melde mich wieder, sobald das Paket abgeliefert ist. Viel Glück. Wartet ab, wenn ich wieder da bin, dann hüpft der Weihnachtsmann mit 300 Puls aus den Klamotten und versucht euch schön den Hintern mit der Rute. Dann bin ich hier der Knecht Ruprecht hier im Weihnachtsmann in einer Person. Irgendwas, das ich hier noch vermissen habe? Moment, Toilette. Kein Grund, dort reinzugehen. Ach komm. Schöne Auszeichnung. Bababab. Ich glaube, ich habe hier alles. Gut, einmal raus und dann wieder den Weg zurück. Beweg dich, dreh dich. Oi. Ah, bleib stehen, Weihnachtsmann. Verdammt. Kannst du hier um die Ecke gucken oder was? Wie geht denn sowas? Callister Street 13. Ja, Unglückszahl. Na gut, wie du meinst. Oh, dreh dich und zurück. Alles klar, ich bleib mal hier lieber in der Ecke. Aha, der wäre so weit gegangen. Geh wieder hoch. Ach, verdammt nochmal! Du hast ja Karottencremesuppe geschnallt, du kannst so gut sehen. Na warte, wenn ich hier meine Waffe habe, dann werde ich den hier mal so richtig hier einheizen. Dann kommt er drauf einlassen. Hey. Okay, erstmal warten, bis der jetzt wieder hochgeht. Dreh dich. Hoch. Ho.
Okay, ich warte erstmal, weil da kommt ein Typ, der hat mich sonst gesehen, das hätte nicht von der Zeit gereicht. Und hoch, hoch, hoch. Weiter, weiter, weiter und durch die Tür. Jawohl. Perfekt, ein Supermarkt. Hier muss es irgendwo einen Lagerraum geben. Und du denkst, dass es hier dann auch noch Waffen gibt, hä? Die Kasse ist ausgeschaltet. Ein bisschen Münzgeld kann die schaden wie die Wäsche, hä? Nur lauter Bürokram. Nur lauter Bürokram. Kein Bedarf im Moment. Das ist nur ein Haufen Zeitschriften. Das sieht lecker aus, aber ich habe keine Zeit zum Einkaufen. Zettel? Auf dem Zettel steht, dass zu diesem Raum nur das Personal Zutritt hat. Tja, heute ist Weihnachten, ich bin das Personal. Ho, ho, ho. Wenn ich abgrundtief böse wäre, würde ich jetzt die fünfte Kerze anzünden. Och, Santa, lass es sein. Welcher Santa Claus ist dir denn über die Leber gelaufen? In dem Regal befindet sich Dekokram. Das sind nur einfache Kartons und ja, nichts Besonderes. Krass, eine Kettensäge. Ich sollte vorher das letzte Geschenk abliefern. Stimmt, Hick. Hatte ich mich wirklich daran erinnert, dass es eine Kettensäge war? Ich dachte irgendwie, es wäre ein Maschinengewehr gewesen. Okay, mal sehen, wer das Geschenk bekommt. Mhm. Harold Leroy. Das muss der Ladenbesitzer von diesem Supermarkt sein. Harold Leroy. Irgendwie sagt mir der Name was. Wahrscheinlich erinnert er mich nur ein bisschen an Lloyd von Lonely, der Abstieg. Ähnlicher Name, aber hat wahrscheinlich keinen Bezug. Drittes Geschenk. Katsching, abgeliefert. Du hast es geschafft, Boss. Alle Pakete abgeliefert. Dann kümmere ich mich jetzt um diese Terroristen und dann reicht's mir für dieses Jahr Weihnachten. Das ist doch viel zu gefährlich. Willst du das nicht lieber anderen überlassen, Boss? Wenn ihr nichts unternehmen wollt, bitte. Aber ich überlasse diesen Pack nicht die Stadt. Gut, in Ordnung. Der Mechaniker wartet zu lange. Ihm ist es zu gefährlich, in die Stadt zu kommen. Waschlappen. Aber okay, dann weiß ich Bescheid. Ofen und aus. Ofen und aus, das merke ich mir. Mit der Kettensäge werde ich diese verdammten Terroristen einheizen. Ja, genau davon rede ich doch. Okay, let's rock oder so. Jawohl! Ha ha ha! Ich habe hier damit Übung! Damit habe ich Übung. Habe ich noch ein anderes Special? X-Mas. Weihnachtsblizzard. Und Chainsaw. Alt. Oh oh. Endlich raus aus der Kälte. Ich soll hier die Stellung halten. Dich werde ich in kleine Streifen schneiden, du Honk. Ha, siehst du das? Altes Können. Du kannst mich mal. Ho, ho, ho. Mit der angespitzten Zuckerstange. Okay, Arschlöcher. Wollt ihr Weihnachten versauen? Dann könnt euch... Das könnte euch so passen. Was ist das? Der Weihnachtsmann? Los, den Fettsack schnappen wir uns. Na komm, na her, Würstchen. Jetzt gibt's böse auf den Sack. Oh je. Hammer nach, Hammer nach, Hammer nach, Hammer nach. Ho, ho, ho. Ja, Säcke. Ach, das gefällt mir. Ram, da, dam, 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 dam. Für den Weihnachtsbraten werdet ihr klein geschnitten. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ram, da, bam, dam, 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 dam. Nutzt du. Ah, ich wollte gerade sagen, wurde noch nicht getroffen. Aber der Weihnachtsmann, deshalb ist er rot gekleidet, dass man das Blut nicht sieht. Halte, Falter, nimm den Weihnachtszauber. Autsch. Du hältst viel aus. Und schon bist du tot. Ho, ho, ho. Keine Geschenke für euch. Für euch gibt's eine Kohle dieses Jahr. Beste Tarnung neben dem Weihnachtsbaum. Hammer, 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 Hammer und BAM! Das gefällt mir, weil das halt hier das Outrageous mit dem Weihnachten verbindet. Bam, 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 bam. Ist der Typ noch da? Ich glaube nicht. Und einmal hier Kettensäge. Ram, dam, dam, dam. Das war's, alle Terroristen erledigt. Legt euch niemals mit einem wütenden Weihnachtsmann an. Sonst gibt's die Route. Versteckt in der Kettensäge. Du hast es geschafft, Boss. Alle Terroristen ausgeschaltet. Und jetzt schickt den Mechaniker her. Ich will zurück zum Nordpol. Wird erledigt. Wir geben ihm sofort Bescheid, Boss. Over and out. Damit ist es Weihnachten gerettet und ich gönn mir erstmal eine Pause.
Oh, Christmas Assault! ID und Concept World Games 2018. Tatsächlich, wir sehen jetzt noch sein Zuhause, hä? Und Rudolf, der ist auch, hat auch zum Glück nach Hause gefunden. Ho, ho, ho. Sieht das für mich noch so aus, oder das könnte das das Haus sein, wie in Ramsar, nur ein bisschen umgestaltet mit Schnee und dem Iglu hinten dran? Könnte sein. Use Graphics by Ian Chan, Ides, Pandamaro, Mia Abega. So viele Leute haben da wieder mitgewirkt. Ja, gut, ist ja eine überarbeitete Version in Remaster. Also das Grundprinzip war das gleiche, nur halt größere Figuren, das Kampfsystem verändert wie bei Outrageous und ja. Oh! Och, Miss Center, sie hat sich mal gehalten und wer. Ist das eine Elfe? Da bist du ja endlich. Hast dir ganz schön Zeit gelassen. Maria. Maria die Jungfrau? Hi, Boss. Willkommen zurück am Nordpol. Ich hatte ein paar kleine Probleme gehabt, aber sonst nichts. Ja, ich habe schon von deinem kleinen Abenteuer gehört. Ist das nicht das gleiche Bild wie die Ruby aus Haunted Horror? Ich müsste nachschauen, aber es kommt mir bekannt vor. Terroristen an Heiligabend, ja, ein sehr kleines Abenteuer. Du hast es ja überlebt, an Weihnachten gerettet, also alles halb so schlimm. Pff, das nächste Mal kannst du das ja machen, Vibe. Ach du alter Brubbelkopf. Och, Brubbelkopf, das musst du mir auch merken. Ich mache uns jetzt was zu essen. Brubbelkopf, sagt sie. So schlimm bin ich gar nicht. Ich störe dich nur ungern, Boss, aber... Lass mich raten, Maria. Die Rechnung, denn zeig mal her. Yep, hier hast du sie. Mit schönen Grüßen vom Hauptquartier. Rechnung, Schlitten, repariert 1500, Rudolf gerettet 900, Transport 600, Kosten 3000. Moment. Ja doch, passt. 900 und 600 ist 1500, 1500 sind 3000. Nordpol, Reparaturservice, oje. Was? $3000? Das ist doch... Nun ja, die Aktion war auch nicht ganz einfach, Boss. Wartet nur ab, wenn ich wieder im Hauptquartier bin, dann... Ups, ich glaube, mein Helikopter ist da. Wir sehen uns, Boss. Ja, bevor du hier den Weihnachtsterror abkriegst, hä? Maria! Merry Christmas to all by Well Games. Ja, meine Stimme macht jetzt auch erstmal Urlaub. Und ja, das, meine Damen und Herren, war Christmas Assault Xmas Special 2018. Ich glaube, ich werde es irgendwie dann auch abändern, dass da auch wirklich 2023 steht. Das ist ja die Remastered Edition. Aber ich muss sagen, dafür, dass es nur ein kleines Remaster war, nur ein paar Änderungen, das gefällt mir. Das macht es einfach nochmal so ein bisschen schlüssiger. Nicht nur das, ich glaube, beim letzten Mal, da haben wir dann einfach gesehen, oh, Weihnachten ist gerettet. Ende des Spiels. Jetzt haben wir auch gesehen, was im Nachhinein passiert. Der Santa Claus ist nach Hause gekommen zu seiner lieblichen Frau. Sie hat das Essen aufgesetzt und natürlich hier die Rechnung für die Reparatur und die Rudolf-Rettung und alles. Und ja, Party! Ja, und Sie, meine Damen und Herren, haben hoffentlich auch einen wunderschönen Heiligabend, ein wunderschönes Weihnachten. Bei mir werden jetzt dann noch ein paar Videos bis Ende des Jahres kommen, einfach so, was ich jetzt dann im Voraus jetzt noch aufnehmen konnte. Ich werde aber auch die Zeit dann nutzen mit meinen Liebsten, mit meiner Familie, mit den Freunden. Mal sehen, ob ich vielleicht ein paar treffe und ansonsten schicke ich Ihnen einfach nur ein paar Weihnachtsgrüße. Und ja, lieber Basti, wenn du das jetzt hier siehst, schön gewesen, sehr schön. Hat mir besonders gut gefallen mit dem Kampfsystem von Outrageous, weil ich meine, darauf bin ich schon geeicht. Ich habe so viele Outrageous-Spiele gespielt, es liegt bei mir im Blut. Und der Weihnachtsmann, einer meiner Lieblingscharaktere. Und einfach wahrscheinlich nur wegen dem Charakter und der Stimme, welche ich ihm gegeben habe. Ich mag den Kerl einfach. Und einfach ein schönes kleines Weihnachtsspecial. Ist ja auch so ein bisschen Tradition, dass ich entweder zu Halloween und oder Weihnachten irgendwas aus dem House of Way Games kommt. Es könnte leider sein, dass jetzt vielleicht zukünftig dann nicht mehr so viel kommen, weil einfach, hey, die Zeiten ändern sich. Ja? Und da hat man dann andere Interessen. Aber es wird noch was kommen. Was das sein wird, ich möchte es noch nicht verraten. Nicht, dass da vielleicht doch was anderes kommt oder es dann doch nicht sein wird, weil ich möchte hier keine leeren Versprechen geben. Aber es wurde was angekündigt und ich freue mich schon darauf. Aber das erst im neuen Jahr. Und ja, meine Damen und Herren, möchten Sie mehr sehen aus dem Hause Way Games? Link zu der Webseite in der Videobeschreibung auf meinem Kanal verlinkt. Ich habe auch eine ganze Playlist mit den ganzen Projekten, die ich gespielt habe. Und da ist viel dabei. Horror, Spaß, Romantik, ein bisschen sexy Sachen sind auch dabei, wenn Sie drauf stehen. Ansonsten
Hoffentlich hat Ihnen dieses Video gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Teilen Sie es mit Ihren Freundinnen und Freunden, damit deren Langeweile verfliegen kann und Sie ein bisschen hier Weihnachtszauber haben, denn Sie müssen sehen. Wenn es einen Weihnachtsmann gibt, der kümmert sich auch hier um die Terroristen, um die bösen Buben. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen heiligen Abend, schöne Weihnachtsfeiertage und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Projekt, je nachdem, was Sie sich von mir anschauen. Bis dann sage ich jetzt dran und Sie schon mal laufen in den Tenio. Tschüss and goodbye. Party! Okay, ich darf nicht so viel mit dem Kopf wackeln. Ich bin kein Wackedackel, ich bin der Chovo-Sitzer. Also, Tschüssikowski.